als ich Schüler war, da haben wir mal so eine Bootstour gemacht. Da ging es darum, wie man die Gewässer unterhalten muss. Und da wurde dann eben entschieden, wo gekrautet werden muss und wo nicht. Und das war dann ein schöner Tag. Da dachte ich, dass wenn man so seinen Arbeitsalltag verbringt, das ist ja ganz nett. Ja. Ja, das ist eine Badhose, die ja, Angler kennen das auch und damit können wir eben ins Wasser gehen und dann auch dort die Fließgeschwindigkeit messen oder Proben nehmen. Hier setze ich jetzt den Flügel an. Der Propeller ist so ähnlich wie der in der Schiffsschraube, wenn er sich in der Strömung dreht, wird die Fließgeschwindigkeit ermittelt. Im Projekt in Strömung wollen wir auf der einen Seite an der Elbe lebende Bevölkerung vor Hochwasser schützen, aber auf der anderen Seite sollen die Gewässer auch in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden und Lebensräume für die dort lebenden Tiere schaffen. Wenn man unterwegs ist, dann kommen die Bürger schon mal und fragen, was wir da machen, aber sind doch alle sehr interessiert, wenn man das dann erklärt. Auf alle Fälle merken wir schon auch in unserem Forschungsprojekt, dass die Bevölkerung sensibilisiert werden muss. Ja, das ist noch nicht so bekannt, dass es dort ja, Defizite gibt. Und das ist auf alle Fälle noch eine große Aufgabe in den nächsten Jahren. Ich glaube, am Wasser fühlt man sich einfach wohl und wenn man dort arbeiten kann, das ist doch toll.